Wir können immer noch nicht die Quelle des mysteriösen Signals finden, das wir seit 2018 empfangen. Wir empfangen es alle 22 Minuten und nichts kann dies erklären. Einige Wissenschaftler glauben sogar, es könnte von einer anderen Zivilisation stammen, die wir noch nicht getroffen haben. Dieses seltsame Radiosignal wurde nicht von einem Wissenschaftler auf einer ernsthaften Mission gefunden. Es wurde tatsächlich von einem Hochschulstudenten entdeckt, der einfach nur ein normales Projekt für die Schule machte. Tyrone O'Doherty, ein Student im Grundstudium an der Curtin University in Australien, durchsuchte alte Daten des südlichen Himmels. Er suchte nach seltsamen blinkenden Radiosignalen. Schließlich stolperte er über eines aus dem Jahr 2018, das anscheinend Radiowellen wie ein Leuchtstrahl zur Erde aussendete. Aufgeregt über seine Entdeckung teilte Tyrone diese mit seiner Mentorin, der Radioastronomin Natasha Hurley Walker. Sie vertiefte sich in die Erforschung dieses Signals in der Hoffnung auf einen Durchbruch. Trotz der Überprüfung verschiedener Frequenzdaten stießen sie jedoch auf eine Sackgasse. Aber dann bemerkte Natasha ein Muster. Das Signal wiederholte sich alle 18 Minuten. Das war gewaltig, aber genau als sie sich darauf vorbereiteten, es weiter zu untersuchen, puff, das Signal verschwand nach nur 3 Monaten, ohne eine Spur zu hinterlassen. Nicht aufgebend durchsuchten Natasha und ihr Team erneut den Himmel, verzweifelt auf der Suche nach einem Hinweis. Monate vergingen, aber es tauchte nichts auf. Sie waren bereit aufzugeben und dann plötzlich tauchte ein neues Signal auf. Dieses blinkte 5 Minuten lang. Dann verschwand es. Und dann kam es genau 22 Minuten später zurück. Die Hauptfrage war, ob dieses Signal mit einem 18-minütigen zusammenhängt. Um das herauszufinden, ging Natasha zurück zu den alten Radiodaten aus dieser Gegend. Als sie tiefer gruben, stellten sie fest, dass ja, und diese Signale sind nichts Neues. Sie werden schon seit 35 Jahren auf die Erde ausgestrahlt. Bereits 1988 hatten indische und amerikanische Teleskope sie aufgefangen, aber sie wurden unter Tonnen anderer Daten begraben. Diese war eine großartige Nachricht für Weltraumforscher, da sie nun berechnen konnten, wie weit dieses mysteriöse Objekt entfernt war. Nachdem sie die Mathematik durchgeführt hatten, stellten sie fest, dass es unglaublich weit war, sogar auf einer Weltraumskala, 15.000 Lichtjahre von der Erde entfernt. Nun blieb nur noch zu klären, was genau dieses Objekt war. Walker und sein Team begannen damit, es mit allen bekannten radioemittierenden Objekten zu vergleichen. Doch seine Quelle bleibt ein Rätsel. Die Signale tauchen immer noch alle 22 Minuten auf den Bildschirmen der NASA auf, immer endend mit einer frustrierenden Nachricht, keine Übereinstimmung gefunden. Die Wissenschaftler nannten es JT183910. Einige glauben, dass das Signal von außerirdischen Wesen stammen könnte. Vielleicht ist es das Signal, auf das SETI, die Suche nach außerirdischer Intelligenz, gewartet hat. Dieses Projekt arbeitet seit über 50 Jahren und versucht, jegliche Beweise für Leben jenseits der Erde zu finden. Sie scannen auch den Himmel nach Radiowellen, Laserimpulsen und anderen mysteriösen Signalen. Also, vielleicht ist es eine Möglichkeit für außerirdische Völker, ihren Standort zu kommunizieren. Obwohl diese Idee aufregend klingen mag, müssen wir vorsichtig sein, nicht voreilige Schlüsse zu ziehen. Erstens haben wir keinen soliden Beweis dafür. Ohne konkrete Beweise handelt es sich nur um Spekulation. Außerdem gibt es andere, plausiblere Erklärungen. Höchstwahrscheinlich handelt es sich um ein natürliches Phänomen und es gibt ein paar Theorien dazu. Die erste ist die Pulsar-Theorie. Stellen Sie sich einen riesigen Stern im Weltraum vor, viel größer als unsere Sonne. Manchmal beenden diese großen Sterne ihre Lebensreisen in einem spektakulären Ereignis, das als Supernova bezeichnet wird. Wenn dies passiert, kollabiert der Kern des Sterns und wird superkompakt. Als ob sie all das Zeug von diesem Stern in einen winzigen Raum zusammendrücken. Dieser winzige, superdichte Kern wird als Neutronenstern bezeichnet. Einige dieser Neutronensterne sind besonders speziell.
Wir nennen sie Pulsare. Sie tragen ihren Namen, weil sie im Energiepuls zu sein scheinen, wie ein Weltraumleuchtturm. Diese Pulsare haben unglaublich starke Magnetfelder, viel stärker als das, was man auf der Erde findet. Sie sind wie riesige Magnete im Weltraum. Aus diesem Grund senden sie Energiestrahlen aus. Sie drehen sich auch super schnell, sodass diese Energiestrahlen beim Drehen an- und auszugehen scheinen. Nun scheint das seltsame Signal, das wir erkannt haben, Ähnlichkeiten mit Pulsaren zu haben. Aber nicht ganz. Pulsare haben normalerweise eine vorhersehbare Lebensdauer und verlangsamen sich mit der Zeit, bis sie schließlich ihre Radiosignale stoppen. Im Gegensatz dazu ist unser mysteriöses Signal recht beständig und blinkt über das hinaus, was für Pulsare erwartet wird. Nun, vielleicht handelt es sich nicht um einen typischen Pulsar oder gar keinen Pulsar. Es gibt auch eine Magneta-Theorie. Ein Magneta ist eine andere Art von Neutronenstern. Sie sind wie aufgeladene Versionen von Pulsaren mit noch stärkeren Magnetfeldern und etwas längeren Pulsationsperioden. Vielleicht ist dies der Grund für die intensive Persistenz unseres Signals. Als wir jedoch die Daten abtrugen, stellten wir fest, dass das Signal ebenfalls nicht zu den Schwingungen des Magnetars passte. Magnetare senden nicht nur Radiowellen aus, sondern auch starke Röntgenstrahlen, weil sie so energiereich sind. Das Signal, das wir jedoch empfangen haben, sendete nur Radiowellen aus. Also haben wir festgestellt, dass es sich weder um einen Pulsar noch um einen Magnetar handelt. Das Verhalten des Signals ist sehr merkwürdig und deutet auf eine unnatürliche Quelle hin. Das bedeutet, dass es möglicherweise etwas im Universum gibt, das Wissenschaftler noch nicht vollständig erforscht haben. Und es gibt ein Weltraumobjekt, über das wir nicht viel wissen. Die abschließende Theorie bezieht sich auf den sogenannten Zwergpulsar. Ein Zwergpulsar ist wie ein Stern, der mit Lichtblitzen blinkt, ähnlich wie Pulsare, aber es dauert länger für jedes Blinken. Normalerweise sind weiße Zwerge die Überreste von kleineren Sternen. Sie blinken nicht, weil ihr Magnetfeld nicht so stark ist wie das von Pulsaren. Aber wenn ein weißer Zwerg ziemlich schwer wird, fast die Masse unserer Sonne, wird er superdicht und beginnt mit einem starken Magnetfeld zu pulsieren, genau wie Pulsare. Sie haben eine coole Besonderheit. Weiße Zwerge bestehen aus Elektronen, nicht aus Neutronen wie Pulsare. Wenn diese geladenen Elektronen mit dem Magnetfeld zu tanzen beginnen, senden sie periodische Lichtblitze aus, die alle 100 bis 1000 Sekunden auftreten. Wie Sie sich erinnern, hat unser Signal eine Periode von 22 Minuten, 1320 Sekunden. Ein bisschen länger als die üblichen weißen Zwergpulsare, aber es ist der Wahrheit viel näher. Bisher klingt dies wie die plausibelste Erklärung. Aber selbst diese Theorie ist noch nicht vollständig bestätigt. Das zeigt einfach, wie viel es im Universum noch zu ergründen gibt. Zum Beispiel Fast Radio Bursts. Eine weitere mysteriöse Art von Signal, die wir erkennen. Sie sind wie schnelle, intensive Energieausbrüche in Form von Radiowellen. Sie haben eine Menge Energie. FRBs sind so stark, dass sie manchmal heller sein können als ganze Galaxien. Stellen Sie sich vor, sie setzen in wenigen Millisekunden so viel Energie frei wie unsere Sonne in drei ganzen Tagen. Diese Ausbrüche finden über den gesamten Himmel mit enormen Frequenzen statt, obwohl einige mit niedrigeren Frequenzen detektiert wurden. Jeden Tag fangen wir rund 10.000 zufällige FRBs am Himmel ein. Einige von ihnen wiederholen sich, aber die meisten treten einmal auf und verschwinden für immer. Leider dauern die meisten von ihnen nur einen Bruchteil einer Sekunde. Und bis ihre Energie uns erreicht, ist sie tausendmal schwächer als das Signal eines Mobiltelefons vom Mond. Das ist der Grund, warum wir trotz ihrer Helligkeit immer noch viel über sie nicht verstehen. Wir versuchen immer noch herauszufinden, was diese FRBs verursacht. Sie könnten von verschiedenen Quellen stammen, wie bereits erwähnten Magnetaren, kollidierenden Sternen oder sogar verschmelzenden Galaxien oder weißen Zwergen. Während diese Ausbrüche durch den Weltraum reisen, sammeln sie Informationen über die kosmischen Umgebungen, durch die sie hindurchgehen, wie interstellare Gaswolken. Es ist jedoch sehr unwahrscheinlich, dass FRBs Nachrichten von außerirdischen Wesen sind.
Nicht nur, weil jeden Tag Tausende davon über den gesamten Himmel auftauchen, sondern auch, weil wir wissen, dass die Quellen dieser Ausbrüche unglaublich energiereich sein müssen. Unsere Nachbarn müssten dafür Ausrüstungen besitzen, die stärker als ganze Galaxien sind. Aber die Quintessenz ist, dass all diese Signale faszinierend sind, wir jedoch immer noch eine Menge über sie lernen müssen.